So, dann haben wir schon mal die ersten. Stellt euch mal vor. Servus, ich bin der Luca, ich bin 21. Servus, Luca. Ich bin Jonathan, auch 21. Ich bin Zaki. Zaki. Ich komme aus Bangladesch. So, Mayday, Mayday. Schaut mal, wen ich hier habe. Sonja Mani Kartell. Mütter. Sanj Suda. Ewa. Thomas. MDR. 19. Ich bin Umut. 17. MTS. Also Leute, ich tue heute ein bisschen Freestyle, deswegen mische ich so die Fragen, Jungs. Ich habe an die Mädels eine Frage und an die Jungs separat eine Frage, okay? So, fangen wir mit der Hate-Frage an oder direkt mit der harten? Direkt mit der harten. Du hast eine Freundin? Jawohl. Wie lange? Seit einem Jahr. Seit einem Jahr? Und ein paar Monaten. Glücklich vergeben? Jawohl. Okay, und du? Ich bin Single. Single? Ja, money over. So, Jungs, du bist ja vergeben. Jawohl. Die Frage so, hast du einen Fetisch? Eigentlich nicht, nein. Ja? Yeah? Wirklich, for real. Und du? Hast du einen Fetisch? Ich hab... Ehrlich, guck mal, ehrlich sein. Ja, also wenn man es als Fetisch sagen kann, so ein bisschen härter so. Nicht so auch mal ein bisschen würgen, ein bisschen fester an den Haaren ziehen, was soll man sagen? Fetisch gibt's ja genug, ne? Nur viele trauen sich das nicht. Ich will heute den Leuten die Möglichkeit geben, sich zu öffnen. Okay. Grüße an meinen Kollegen, der Fußfetisch hat. Hört mal zu. Ich hab meine Frage ist heute, Bruder, du hast ja einen Freund. Ja. Warum hat es so lange gedauert? Ja. Ja. Sonja? Hm? Niemals. Nein. Braucht halt zum Aufwärmen. Arfa hat eine Freundin? Ja. Okay. Meine Frage ist heute, ein bisschen kleine Kinder, bitte Eltern, Leitung weg. Und zwar, habt ihr einen Fetisch? Was heißt das? Lass, was ist das? Das ist... Ob du, Fetisch, ob bin du, ich ein Vater? Zum Beispiel, Arfa, erklär mal. Fetisch ist zum Beispiel, wenn du auf etwas richtig krasses stehst, zum Beispiel auf Füße oder zum Beispiel, Hände, es gibt Jungs, die stehen auf Füße. Ah, diese Fußfetisch und so. Genau. Hast du auch einen Fetisch? Zum Beispiel, Giuliano hinter der Kamera hat gesagt, er steht auf schöne Hände. Das macht ihn voll an. Ja, ich stehe auf Herr, auf was sollen denn Frauen stehen? Auf Füße. Hey, hast du was Bestimmtes, wo du bei einem Jungen so ja, sehr drauf achtest? Normal. So, was? Der muss auf jeden Fall, guck mal, der muss Brett sein, ja? Der muss hübsch sein. Was heißt für dich Brett? Seine Schuhgröße, wenn der 38 trägt, cold. Der muss 40 tragen. Wisst ihr, was ich meine? Ich liebe es, wenn Warf, Männer... Alter, was willst du überhaupt mit deiner Schuhgröße 34? Ich hab 42, aber egal. Kann ich weiterreden? Ja, jetzt darf ich. Stehe dann so auf so Jungs, die sich so lange Haare haben und sich so die Haare stylen können. So stylen können, so Haare nach hinten oder manchmal locken oder manchmal einfach Glatzen machen. Was sagst du eigentlich dazu, dass die Leute gesagt haben, den Typ, den du beschrieben hast, womit du berühmt geworden bist hier? Ja. Baba Marokkaner, Seiten auf Null, Baba Locken, Lacoste-Anzug. Yeah. Die haben gesagt, dein Freund hat nichts davon. Aber der hat ein Herz, einen guten Charakter, ich das gefällt sagen, mir. Das Herz aus Gold. Ja, Mann. Was? Was die meisten Lockenträger heutzutage nicht haben. Der weiß, von was der redet. Der hat Ahnung, Arfa, Wala. Sonja, hast du einen Fetisch? Was Captain denn? Spock, Alter. Wann kommt nächste Staffel raus von Traumschiff zum Kreis, Alter? Hä? Alter. Was ist hier das Problem? Alter, was ist das Problem? Nein, streh nicht, verpiss dich, Jammer. Was ist das Problem? Gebt mal alle weg von meinen Eier. Gebt mal weg. Nein. Ich halte, ey, der will Schlägerei machen. Ich halte ihn fest. Ruhe, Alter. Ich bin meine Mutter, Alter. Was ist los mit seinem Vater, Alter? Walla. Macht er mir hier Welle. Jeder Taui, komm. Geh mal weg, Alter. Ich schwör auf Koran. Komm her. Woher kommt ihr? Aus Heidelberg. Wow. Aus Heidelberg. Okay, was treibt euch nach Frankfurt? Die Mädels? Oder einfach so gucken, was geht. Aber wir haben bis jetzt noch nichts gefunden. Was heißt nichts gefunden? Was suchst du denn? Ja, Bruder, wir suchen. Chaya Star, was soll ich dir sagen? Wie macht ihr das in Heidelberg? Wie klärt ihr da Chayas? Bruder, wir gehen raus, wir gucken, wo was geht. Wir nehmen die, wir sprechen die an, Bruder, einfach so. Mal gucken. Wie sprichst du eine Frau an? Ja, Bruder. Um sie zu klären? Wir gehen da. Zum Beispiel, ich habe ja hier jetzt eine Dings. Komm mal her, sie ist TikTokerin. Das ist Chanel Dior. So, Chanel, mach mal vor. Siehst du, du willst sie jetzt ansprechen. Sie bewertet das. Ich bewerte das. Wie bitte? Ich bewerte das. Ich habe dich von Weitem gesehen, du gefällst mir. Also, du hast gerade was gesagt? Dass sie mir von Weitem aufgefallen ist, Bruder, und dass ich sie schön finde. Das ist süß. Hast du mal Bock, was zu essen zu gehen? Ich denke nicht. Tut weh, Bruder, was soll ich dir sagen? Giuliano, komm mal her. Zeig mal, wie das geht. Guck mal jetzt. Frankfurt, guck. Ansprechen. Ey, was geht ab, alles klar? Nichts bei dir. Locker, was machen? Gerade nichts. Wie gerade nichts? Ja, ich. 16. Okay, ich bin für dich 17. Was machen Sachen noch? Gar nichts. Gar nichts? Aber heute ist Freitag, gehst du nicht trinken? Nein. Komm, wir holen eine Flasche, gehen wir jetzt trinken. Auf.
Hast du gesehen? So aus Frankfurt. Komm her. Komm, komm. Meine Frage heute ist, ich hätte jetzt gesagt, wir fangen mal ein bisschen nicht so grob an. Auf was achtet ihr als erstes bei einer Frau? Angelo Madonna. Buonasera a tutti fratelli. Ferrari, Pizzeria, Margarita, Mangiare. Stracciatella, Nutella. Diese hat gemacht. Ja, ich kenne diese. Diese Babaloka hat sehr gut gemacht. Ich schwöre. Aber was ist diese Babaloka? Musst du Locken haben oder was? Oder Locker, Locker? Muss Chigo sein, weil ich meine mit Babalocken, Baba. Ach so, musst du Gigo sein. Ich bin der Gigolo Madonna. Wo sind deine Locken? Ich muss in Strom meine Finger, dann kommen die Locken. Madonna. Ich bin Banana Madonna, excuse me. Banana? Ja, ich bin Banana Chiquita. Und Chiquita? Und ich bin Kirsche Kzoa. Du musst Bonita sein, Madonna. Weißt du, eine Bonita Banana schmeckt sehr gut. Oh, was Madonna, ist? Was ist das? Giuliano? Ah, das sind Reklamierer, Michelin, Reifen. Ferrari. Leute, da steht gut, ja, drauf, das heißt gut, ja, aber das war ein ein Chara. Kennst ja. du sie? Ah, Mafia. Madonna, sie sieht aus wie Angelina Jolie. Das sind schöne Lippen. Ja. Ah, du Scheiße, kommst du aus Frankfurt? Ja, normal, Dietzenbach alle. Wo ist Dietzenbach? Welche Straße? Straße, Dietzenbach Mitte, das ist in Offenbach. Ah, ja. Weißt du, wo ich wohne? In einem anderen Planet. Ich gehe mit das Rakete. Ja, ich bin mit Rakete. Bleibst jetzt hier, ne? Ah, Babaloka. Sind Sie Schwester mit den anderen? Meine Frage heute ist, ja. Angelo Madonna. Ja, Bruder. Hast du einen Fetisch? Was ist Fetisch, Bruder? Hast du einen Fetisch? Also bei Frauen, oder was? Nee, bei Männern. Was ist Fetisch, Bruder? Ja, so abtun, weißt du, was dir nicht so gefällt? Nein, was dir richtig gefällt. Aha. Es gibt Männer, ja? Die stehen auf Füße. Ah ja, gibt es Bananen so, ich höre, ja. Findest du das Banane? Ah, die Arme, sie weint. Warum? Same banana. Warum weint sie? Sie sagt, the same people. Ja, alle Banane, Madonna. Hast du so eine Banane-Fetisch? Ja, Bruder, ich bin Banane. Ich bin Banana Bonita, Bruder. Jeder kennt mich. Aber ich bin guter Banana. Die schmeckt sehr gut, Bruder. Hast du Fetisch? Was ist Fetisch, Bruder? Was ist Fetisch? Was ist Fetisch? Ja, was liebst du? Ah. Wie heißt diese unten? Ganz unten, diese kleine. Was? Weißt du, wie die heißt? Nein. Ich liebe diese. Das ist meine Fetisch. Wie heißt das? Glitterus. Normal. Wie lange bist du schon in Deutschland? Seit September 2019. Neu erst da? Halb drei. Halb drei. Ja. Sag, hast du eine Freundin oder Frau? Ich habe ohne Freundin. Hattest du mal gehabt? Bitte? Hattest du mal? Noch ein? Ex-Girlfriend? Nein, ich habe ohne. Yes. Nie? Nein. Never? Never, ja. Es ist eine... Du, noch nie Girlfriend? Nein. Nie? Ich suche einen Partner. Ich suche. Ah, du suchst? Ja, ja. Ich suche jetzt einen Partner und Partnerin. Eine Partnerin für mich, okay? Auf jeden Fall, als ob eine Sonja auf Füße steht oder, keine Ahnung, Hände oder Finger. Okay, oder ich stelle die Frage mal, Sonja, so, auf was achtest du als erstes bei einem Typen? Was ist dir wichtig? Seiten. Also es gibt Jungs, die haben Seiten auf keine Ahnung was, die haben Seiten auf Zehen. Und voilà, das sieht dann halt aus, weil die denken, die können es mit Kappe verstecken, wisst ihr, was ich meine? Aber nein. Auf das achtest du? Ja, Walla, das muss sein, Haare. So, jetzt haben wir den. Arfa, dein Fetisch. Hast du einen? Ich schwöre, ja. Ja, ehrlich sein. Wenn sie schöne, gepflegte Füße hat, weiße Fußnägel. Schwöre. Von TikTok? Nein, ich scheiß mal auf TikTok, Bruder. Guck mal, Bruder, das Gesicht. Ich glaub den, ich schwöre. Ich kann es mir gut vorstellen, dass der auf weiße Schuhe ist. Also, ich habe auch vorhin gesagt, dass eine Frau schöne Füße haben muss. Mach deine Füße, mach deine Fußnägel weiß, nicht rot. Was mit Fußpilz? Na, oh, was für Fußpilz? Ihr erinnert euch doch alle an das erste Street-Video, wo Huda, Sonja richtig in Meme reingekommen sind. Das war mit ihm. Nein, war nicht mit mir, doch. War mit Sharohan. Du warst aber dabei. Ja, ich war dabei. Und wie heißt du? Imtiaz. Sonja, wie lange habt ihr euch nicht mehr gesehen? Imtiaz.
Was dein Name? Sonja. Sonja. Wie Sonja? Das ist mal Sonja. Du bist doch aus dem... Das ist Sonja Manikatel. Namen, du Sonja, Sonja. Leute, die ist Huda Babalakan. Asmaako. Ich war mal dieser Pfiffel, jetzt nicht mehr. Imtias. Ja. Wie heißt du? Imtias. Okay, meine Frage heute ist, hast du einen Fetisch? Was ist das? Ja, auf was stehst du bei einer Frau sehr auf besonders? Jeden Tag machst du Füße, legst alle. Du hast doch eine Fußschicht. Nein, das ist mein Füße. Wasch mal deine Hose. Guck mal. Komm, wasch. Komm, leg die Hose. Das Bräuner, mein Lieber, das Selbstbräuner. Das muss gefällt, das muss doch irgendwie färben. Ich muss dir eine Hose bestellen, oder? Ja, mach doch. Ja. Du bist ein Fake aus Afghanistan, Adidas. Brauchst du mal von dieser Adidas Quittung? Ja, dann warum sagst du? Ich nehme keine Quittungen wie du, damit ich lebe mein Leben. Ja, ihr seid aus Sahara, oder? Hör mal zu, wir sammeln unsere Quittungen nicht, weil wir mussten es unserer Mama nicht zeigen, weißt du, wir sind alt genug. Mama nicht zeigen, ja, du musst auch nicht sagen. Ja, warum willst du deine Quittungen? Auf was stehst du bei einer Frau? Wow, ich stehe. Ach, aus Amsterdam, Pakete werden gepresst. Ich nerv, ja, aber ich bist du noch Jungfrau? Ja. Ja, ehrlich? Ehrlich, ja. Immer noch? Immer noch. Wie alt bist du? 20. 30. Und wie heißt du? Imtias. Bruder, was sagst du dazu, dass... Imtias. ...noch Jungfrau ist? Sonja, warum bist du so geworden? Wenn wir in Frankfurt sind, wir sagen, wir Jungs, hallo. Warum zeigt ihr eure Mittelfinger? Der sagt hallo, warum wir Jungs. Das ist der Junge, der immer hinterherläuft und sagt. Der sagt nicht mal, der kann nicht mal normal reden mit Menschen. Warum sollte ich normal mit dir reden? Ich beleidige nie und ich mag nicht jemanden zu beleidigen. Und du nutzt. Das ist dein Hobby. Hey, guck mal, weißt du, letztes Mal wir waren hier. Kennst du die beiden? Das ist doch dieser eine. Wer? Du hast doch gesagt, du bist ein kleines Kind. Sogar ihr dreijähriger Bruder macht dir so solche Witze. Ah, und dann? Ja, Karin, ich kenn dich von da. Nein. Findest du ihn hübsch? Nein. You are full of Make-up, so. Ich hab nicht mal Make-up und ich sehe aus wie ein Sohn. Guck mal, mein Lippenstift ist schon weg. So, Anna. Hast du einen Fetisch? Nein, Bruder, eigentlich nicht. Sag ich ehrlich. Nein. Das Bild an sich muss einfach passen. Okay. Und du? Doch, Bruder, Wadenfetisch. Brutal, wenn die so brutale Wadenmuskeln haben. Roberto Carlos, der hat Wadenfetisch. Du musst brutale Waden haben. Okay, deine Freundin also hat stabile Waden. Brutal, Bro. Bruder, kann ich sie noch küssen? Ja, klar. Sine, falls du das siehst, ich liebe dich. Ja, Bruder, was soll ich sagen? Abonniert alle auf Instagram. Kennst du diesen Delfin? Das war gestern, Bruder, Furzgeräusche. Ich sogar eine Freundin von mir. She should be Muslim. She should be slim. Call me, baby.